Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und heute gehen Grüße an die Julia und ihre Schwester Olivia, an die Elisa, an Simbo30, an die Dana, die Melanie und die Carla. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare unten rein und ihr kommt auf die Liste. Und gestern kam ein Update mit mehreren Dingen, die gucken wir uns jetzt mal nacheinander an. Als allererstes kam das American Saddlebred Pferd dazu. Ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Das hier ist Stufe 2 und man kann, wenn man das Pferd kauft anscheinend, ein Fantasiepferd züchten. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn man jetzt quasi das Pferd sich züchtet. Also hier steht nur, enthält ein Pferd, mit dem ein Fantasiepferd während des Fantasy-Zucht-Events gezüchtet werden kann. Also ich weiß nicht, ob das wirklich nur das Paket ist oder auch, wenn man das selber hat. Wenn es jemand weiß, darf er es gern niederschreiben. Das können wir jetzt 35 Tage und 12 Stunden kaufen und dann gucken wir uns mal an, wie wir es denn züchten könnten. Und zwar gehen wir hier auf gewöhnliches Pferd und es steht ganz, ganz unten, weil ich habe da auch gestern schon nachgeguckt. Und es ist ein Schecke und zwar ein Braunschecke. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Ich habe ihn bei Layala schon gesehen, sie hat ein Stütchen und ja, hier sehen wir seine Werte aus dem Grund, weil ich habe auch schon eins gezüchtet. Es ist nur noch nicht erwachsen, aber wir werden es jetzt gleich großziehen. Dann habe ich gezüchtet mit einem Haltikiner Stufe 3 und einem amerikanischen Warmblut. Ich glaube, das war eine Stufe 3 von jemand anderem und hatte damit 51% und es hat gleich beim ersten Mal geklappt. Man könnte auch noch züchten mit dem amerikanischen Warmblut und einem Shire Horse, das wären dann 19%, oder mit einem belgischen Warmblut und einem Shire Horse. Das hier sind jeweils Stufen 1 und ich glaube, Layala hat gezüchtet mit einem Shire Stufe 3 und einem belgischen Warmblut Stufe 4 und hat die hatte dann 54%. Und hier oben sehen wir auch schon die nächste Neuerung laufen. Da kommen dann so kleine Infos über diejenigen, ja, die befreundet sind, denke ich mal, nur sind es. Und die, da wird dann halt so eine kleine Info hier durchlaufen gelassen, wenn die gerade so wie eben ein Pferd freigeschaltet haben oder eine Oase erweitert haben oder bei den Glückswerten hier unten 6 Stück hintereinander geschafft haben oder so. Also das ist auch was Neues und ja, hier könnt ihr sehen quasi, mit wem ihr züchten könnt. Und ich werde auch gucken, dass ich nach und nach die Pferde auf jeden Fall, die ich habe, rausstelle. Ich glaube, ich habe sogar alle. Ja, ich habe alle. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Stufe 2 an. Das ist der, den wir am Bild vorne gesehen haben. Den, ich weiß nicht, wie sagt man dazu? Ist das noch ein Apfelschimmel? Ist das keiner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich den auch sehr, sehr schick. Also das Pferd ist unglaublich hübsch geworden. Wirklich super toll. Und das hier ist mein absoluter Favorite mit dem Dunkelbraun. Ich liebe ja Schecken. Und also da haben sie sich wirklich selbst übertroffen. Sieht sehr, sehr schick aus. Hier die Augenfarbe sieht wunderbar aus. Also kann mich auch nicht entscheiden, welcher jetzt hier hübscher ist von den beiden Schecken. Wobei ich glaube, ich den hier auch super schön finde. Also das ist einfach ein Träumchen, dieses Pferd. Ich finde es einfach nur hammermäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich großes Kompliment an Horsehaven, an das Team, die so ein tolles Tier hier kreiert haben. Finde ich toll. Finde ich echt schick. Und ja, da finde ich auch wieder Hengst und Stute. Kann man beides haben. Sieht beides wie Hengst oder Stute eben aus. Dann werden wir hier das Stütchen jetzt noch großziehen, dass es auf Stufe 5 Diamanten bringt. Und werden uns dann das American Saddlebred aus dem Zuchtstall holen. Jetzt müssen wir nur noch kurz hier warten. Jawohl, sehr, sehr schön. Dann können wir das jetzt für Diamanten verkaufen. 34 Stück gibt es, das ist doch sehr schön. Und dann verkaufen wir hier das Stütchen. Da müssen wir natürlich auch noch weiter züchten. Aber ich war jetzt so scharf auf dieses Pferd, deswegen musste ich sofort damit züchten. Und ich habe ein Hengstchen bekommen. Ich habe mir auch schon einen Namen ausgesucht. Ich möchte gerne, dass das Pferd Cheyenne heißt. Ich hatte mal schon mal eins namens Cheyenne. Das habe ich aber dann hergegeben und da habe ich mir gedacht, okay, den Namen finde ich eigentlich schon hübsch. Dann werden wir nochmal ein Pferd so benennen. So, hier oben lief jetzt gerade nochmal was durch. Das haben wir leider nicht gesehen. Aber ich bin jetzt so gespannt auf das Pferd. Ich muss es unbedingt sehen. Oh Gott, es ist echt so schön. Es ist der Wahnsinn. Oh, hammermäßig. Und ich habe auch schon gesehen, dass es anscheinend eher so das Modell vom Achal Tekina hat.
Also so in die Richtung, glaube ich, ist es. Das können wir uns ja dann mal angucken. Gucken wir den nachhaltigen China mal an und gucken wir mal dieses Pferdchen hier an, wenn es erwachsen ist. Ich wollte eigentlich mit Layalas Stütchen züchten, aber ja, das ist leider unterwegs im Zuchtstall und ich habe nochmal geguckt, ob ich woanders eins finde. Ich habe es auch gefunden und ich hoffe, dass es noch nicht irgendwie jetzt dann zur Zucht gebraucht wurde und es noch dort steht bei der Luisa. Da werden wir jetzt dann gleich hingehen und züchten und hoffen, dass wir auch ein Stütchen rauskriegen. So, Wunderbärchen. Wir sind zwar noch auf Stufe 1, aber wir werden jetzt so lange durchfüttern und durchmisten, bis wir quasi das erwachsene Pferd hier stehen haben. So. Oh, und braune Augen. Oh, das passt aber sehr gut dazu, finde ich. Schick. Ich hoffe, ich habe genug Weizen. Sonst müssen wir nochmal nach Montana gehen und dort nochmal ja, welches nachholen. Weizen dürfte ja auf jeden Fall nachgewachsen sein. Und ich hoffe natürlich, er mag jetzt irgendwas anderes. Ach nee, nochmal Weizen. Ja gut. Ich hoffe, wir haben noch so viel. Werden wir ja gleich sehen. 3, 2, 1 und jetzt. Nein, haben wir natürlich nicht. Wie bräuchten wir denn? 5. Oh, nee, wir gehen jetzt einen Diamanten aus und gucken hier mal weiter. Jetzt sind wir schon in Level 2. Mal gucken, was jetzt will. Hoffentlich nur wieder Weizen. Nee, es will Gras. Oh Gott. Habe ich noch Gras oder habe ich das vorhin alles? Ich glaube, ich habe keins mehr. Ich habe das alles verballert. Naja, okay. Nochmal 2 Diamanten. Mein Gott. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Äpfel. Äpfel habe ich, glaube ich, noch. Oder nicht? Oder schon? Ja. So. Wunderbar. Sehr schön. Ha, das ist ja... Wenn wir die nicht haben, können wir sie gleich hier holen. Wir könnten sie eh gleich holen. Jetzt habe ich ja wieder Platz hier. In meiner Scheune. So, unglaublich, Ranger, Regal, Gnome hat gerade 6 Siege hintereinander. Ja, 6 Siege hintereinander, ich weiß nicht, ich habe das bis jetzt noch nicht hingekriegt. Ich tippe irgendwie immer auf das falsche Pferd. Also, ich tippe da drauf, ich habe das schon unterschiedlich versucht. Ich hab die genommen, die schneller sind, dann haben die Langsameren gewonnen. Ich habe die Langsameren genommen, dann haben die Schnelleren gewonnen. Ich habe die Werte miteinander verglichen, die sie vorher hatten. Das funktioniert jetzt irgendwie auch nicht mehr. Ja, ich habe eigentlich schon alles probiert. Also ich habe, glaube ich, jetzt auch erst 16 von den Dingern da, von den Rezeptstückchen. Die können wir ja mal gucken. Wo ist es? Hier, nee, 20 habe ich sogar schon. Aber nur, weil ich auch Diamanten hier wieder eingesetzt habe. Und es gibt noch ein neues Pferd, und zwar ein Beast, die Beast-Rezeptur. Und das werden wir uns dann auch gleich mal angucken. Allerdings können wir dafür anscheinend jetzt noch nichts sammeln. Hier hätten wir die Jessica... Die nehmen wir doch jetzt, wenn ich das mache, ich probiere es jetzt noch einmal. Ab und zu probiere ich es dann mal doch noch weiterzukommen, aber meistens scheitert es dann beim dritten. Ich hatte sogar gestern 2 Araber, Stufe 4, mit demselben Wert. Ja, und auf was soll ich da jetzt dann tippen? Wenn ich 2 Tier 4 Araber mit derselben Zeit, mit beide auf Diamant, was, das ist wirklich nur noch Glück. Und sowas habe ich ständig irgendwie. Und, ja, deswegen habe ich noch nicht mehr von den Teilen zusammen. Ich hoffe, euch geht es besser und ihr bekommt schneller die Teile zusammen. Beziehungsweise habt vielleicht sogar schon freigeschaltet. Ich habe in den Kommentaren schon gelesen, dass einige freigeschaltet haben. Finde ich toll. Das freut mich immer, wenn ihr solche Sachen freischaltet. Und hier haben wir noch eine Erneuerung beim Abonnement. Auf das bin ich jetzt aber gar nicht näher eingegangen. Also das könnt ihr ja selber im Spiel dann gucken. Da gibt es dann irgendwie, bekommt man dann... Sternzeichen, Pferde 1 und 2 und was? Ich hätte hier sogar schon, ja, die habe ich doch schon. Habe ich sie deswegen freigeschaltet? Mag sein, mag sein. So, dann gehen wir jetzt aber hier wieder zurück und füttern. Jetzt muss ich eh wieder warten, bis es weitergeht. Oder kann ich etwa schon
Wir könnten schnell gucken. Kann ich etwa schon? Nee, kann ich noch nicht. Also ich habe gestern hier weitergemacht mit 4 Diamanten bis zu den 20 hoch, damit ich noch Teile gekriegt habe. Jetzt werde ich das hier natürlich nochmal probieren. Und wenn nicht, muss ich halt wieder in den 1er Schritten weitermachen, weil so komme ich wirklich am schnellsten weiter. Und ja, ich bin halt einfach bereit dazu, jeden Tag Diamanten zu investieren, die wir als Daily Login bekommen. Das ist vollkommen in Ordnung und ja, deswegen tue ich das halt einfach. Und jetzt müssen wir schnell hier weiter füttern und gucken, ob wir hier noch die Stute zur Verfügung haben bei der Luisa. Jetzt warte ich hier aber nicht mehr, das ja, überspringe ich jetzt einfach mal und das überspringe ich auch, so dass wir gleich füttern können. Könnte reichen. Und es reicht. Oh, yes. Es ist doch nochmal was anderes, das dann bei sich groß zu sehen. Ach Gott, ja, schön. Ach Mensch. So, wir gucken ihn mal an. Ja, ich glaube, es könnte schon so ähnlich sein wie der Achaltekina. Wir könnten dann mal gucken. Auf jeden Fall hat er einen ziemlich hohen Schweif wie die Araber, glaube ich. Die Araber haben ja in echt auch so einen hohen Schweif, ne? Oder? Hat hier eine relativ kurze Mähne und hat da noch irgend sowas reingebunden, würde ich sagen. Also ist schicker. Ja, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Stufen. Schick. Komm, wir füttern noch einmal. Auf der anderen Seite hat er aber irgendwie kürzere Mähne, ne? Kann das sein? Er hat aber, glaube ich, da eine. Wir gucken mal schnell, ob er sich vielleicht dreht, wenn wir ihn anstupsen. Kannst du dich mal drehen, bitte, Schätzlein? Hallo? Er mag nicht. Ah, jetzt mag er. Aha, hier, sieht man schon ein bisschen. Ach ja, schön. Einfach schön. Und dann gucken wir jetzt mal nach, ob wir es vielleicht doch noch ergattern können, dieses Stütchen. Und noch nicht gezüchtet wird. So, Stütchen. Und dann müssen wir zur Luisa. Luisa. Die ist noch ein Stückchen weiter unten anscheinend. Ja? Die war doch hier ganz links. Luisa, Luisa, wo bist du? War die so weit unten? Hatte die Luisa dieses Bild? Ja. Level 50. Und bitte sei noch da. Normalerweise schon, weil schon hätte es ja nicht gefunden, ne? Ja, hier. Und hier hat sie auch schon oh, die hat sie zwei stehen. Isabella Derby Pferd. Bis auf Sprung sogar sehr, sehr gute Werte, würde ich sagen. Oh Gott, es ist echt so schön. Also ich freue mich auch schon, wenn ich das jetzt dann züchten kann. Ich brauche mehr Zuchtstelle, um zu züchten. Aber dann brauche ich auch wieder das dazu passende Konto. Im Moment kann ich mich nicht beschweren, bin ich super zufrieden. Vor ein paar Wochen sah das noch ein bisschen anders aus. Und hier heißt sie Layala, das American Saddlebred. So, wir züchten jetzt mal mit Layala und mit Cheyenne und gucken mal, das ist sogar, Gott, das ist wirklich sehr günstig. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ich hätte eher so gedacht, dass es an die 40 kostet. Und wir haben 11%. Ja, okay, ich habe jetzt hier muss ich ja nicht unbedingt irgendwas erhöhen. Das hebe ich mir dann auf und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir bekommen. Also Stütchen wäre schön, wenn nicht, komme ich halt wieder, um nochmal zu züchten. Also Stütchen wäre wirklich schön, weil 11% kriegen wir sicherlich nicht. Und es ist ein Stütchen, jawohl, das ist doch toll. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr schön. Also Luisa, gib dein Pferdchen eine extra Karotte. Es war sehr, sehr brav. Hier kommt nochmal ein Diamant raus. Und was bist denn du? Du bist auch ein Stütchen. Ja, ich habe auch ein Stütchen. Oh, hier sieht es aber richtig schick aus, ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hat sie schön gemacht hier. Da hinten die Bäckereien. Also es gefällt mir wirklich sehr gut hier. Sehr, sehr schön. Sehr schick bei der Luisa. Ich muss auch mal noch ein bisschen was machen. Ich habe in letzter Zeit überhaupt nichts hier gemacht. Und hier ist ja noch
lange nicht fertig. Diese möchte ich auch nochmal umsetzen, woanders hin. Und die hier möchte ich, weiß auch nicht, also es muss irgendwo anders hin, das gefällt mir so nicht. Vielleicht mache ich die hier unten hin und mache das alles dann nach oben. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. So, dann haben wir hier eine erfolgreiche Zucht gehabt, das finde ich toll. Und jetzt gehen wir mal auf die Fantasieinsel. Dort müssen wir ja weiter züchten mit der Meerjungfrau. Und es gibt eine Oasenerweiterung, beziehungsweise kann man jetzt die Oase aufwerten bis Stufe 5, glaube ich. Oder, ja, ich glaube 5. Ja, da kostet uns das Ganze 1200 Diamanten auf Stufe 2 zu bekommen. Wer gern sehen möchte, wie sie von innen aussieht, der kann gern bei der Layala vorbeigucken. Die hat ein Infovideo dazu gemacht gestern und ja, guckt einfach vorbei bei mir auf der Seite, ist ihr Kanal verlinkt. Und was wollte ich jetzt tun? Gucken, ob ich bei den besonderen Aufgaben irgendwie was ausgeben muss. Nein, muss ich nicht. Da ich jetzt den Platz nicht zwingend brauche, werde ich jetzt erstmal nicht aufwerten, sondern warten, bis ich da wieder bei den Aufgaben was habe. Und dann sollten wir jetzt wieder züchten gehen. Wo war ich denn züchten mit ihr? Also eigentlich... Moment. Ich guck mal im... Ach, das geht nicht. Ich habe hier ja keinen Club. Hm. Habe ich hier irgendwo mein Clubzeichen? Dass ich da drauf gehen könnte? Nee, auch nicht, ne? Okay, gut. Dann gehen wir hier gucken und gucken bei exklusives Pferd Stufe 3. Ich glaube nämlich, dass wir brauchen ein Hengstchen, dass die Christina, glaube ich, Stufe 3 hatte. Dann können wir mit dem Stufe 3er züchten. Ich muss jetzt was gucken. Die war irgendwas mit 40, glaube ich. Ich versuche da immer mein Geld gleichermaßen bei euch zu verteilen. Und ja, ist sie. Ich hoffe, es steht noch draußen. Ja, sehr gut. Hengstchen sogar. Wunderbar, passt. Oh nein! Es stürzt schon wieder ab. Ich weiß nicht, das ist seit dem, nicht seit diesem, sondern seit dem Update davor. Es ist unheimlich schwer, das Spiel zum Laufen zu kriegen über den Emulator und es stürzt oft ab. Ich bin froh, dass es jetzt so schnell gestartet hat und jetzt werden wir nochmal hier schnell gucken gehen. Exklusives Pferd ist nee, Stufe 3 brauchen wir ja hier. So, und Hengstchen. Und jetzt nochmal nach unten hier. Zack, nach unten. Oh, jetzt haben wir aus Versehen da drauf geklickt. Das wollte ich natürlich nicht. Weil ich weiß ja schon, dass ich bei ihr züchten gehen werde. Und hier sind wir. Und jetzt bitte nicht abstürzen, Schätzelein. Komm, brav. Jawohl. So, hier sind wir. Ich glaube, du warst es, ne? Ja. Sephiroth oder Sephiroth, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat auch keine schlechten Werte auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, züchten wir mal schauen, ob ein Hengst heute rauskommt. Wenn nicht, müssen wir noch mal züchten. Ich habe ja noch eine rumstehen, die habe ich nach Frankreich, glaube ich, gebracht. Ja, hier hätten wir jetzt 41, 51 und 8. Also ich lasse das jetzt einfach mal so in der Hoffnung, dass das hier in der Mitte Hengstchen ist. Und dann ist es mir nämlich relativ egal, was ich bekomme. Und es ist... Okay, Stufe 1. Und es ist ein Hengstchen. Juhu! Schön! Wieder ein Erfolg. Sehr schön. Wunderbar. Ich freue mich auch über die kleinen Dinge hier. So. Oh, ich finde, also die Pferde, die sind wirklich schön gemacht hier. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass jetzt wieder ein normales Pferd mal mit reingekommen ist und ja, eben nicht nur Fantasiepferde. Die sind wirklich schick und alles, aber ich habe halt das Spiel angefangen, als es nur die normalen Pferde gab und ich finde sie echt total schön, die normalen Pferde, und finde es super, dass eben jetzt nochmal eins rausgekommen ist. Jetzt gucken wir uns aber erstmal noch ein exklusives Pferd an und zwar, hier ist er. Das Biest. So sieht er als Stufe 1 aus.
Finde ich ihn auch schon recht schick. Das hier ist mir ein bisschen zu gelb. Also mal gucken, wie er dann halt aussieht, wenn wir ihn haben. Und ihn hier finde ich bombastisch geil. Ich glaube, er ist so ein Kandidat für Layana. Also die zwei nebeneinander in der Box. Die sehen bestimmt verdammt schick aus zusammen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schick. Gefällt mir wirklich gut. Ist auch eher so ein bisschen noch ein normaleres Pferd. Also hat jetzt keine bunte Mähne und sowas, sondern... Also es gibt ja auch viele exklusive Pferde, die haben eben, ja, sehen relativ normal aus, wie zum Beispiel der klassische General. Würde ich sagen, ist auch noch ein relativ normales Pferd. Aber, also ich freue mich ultra über dieses American Saddlebred. Das ist total schön. So, zack. Und, ja, hier müssen wir jetzt irgendwen verkaufen. Ist denn das Verkaufspferd schon soweit? Oder können wir das Verkaufspferd... Nee, das können wir noch nicht verkaufen. Eieiei, das auch noch nicht und das auch noch nicht. Ja gut, dann müssen wir jetzt aber trotzdem irgendwen hier reinstellen. Du kommst in die Oase und die anderen beiden werden trainiert. Weil ich habe ja gestern nochmal gezüchtet und es kam endlich ein Mustang Stufe 4 heraus. Es ist ein Hengstchen. Und eigentlich wollte ich ihn ja nicht unbedingt so nennen, aber er heißt Spirit. In Anlehnung an den Film. Und ach, ja, die Stute, glaube ich, wird Rain heißen, die wir jetzt dann gezüchtet haben mit den American Saddlebreds, weil die mich so ein bisschen an Rain erinnert. Und die war natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen heller, aber trotzdem erinnert sie mich daran. Und ja, ich würde sagen, wir gucken ihn uns jetzt mal an. Wir können ihn zwar nicht füttern, aber ich werde ihn auch erstmal auf die Weide schicken. Wir müssen ihn jetzt ja nicht zwingend sofort groß haben. Und er hat auch braune Augen, oder? Ja, Haselnuss oder so, würde ich sagen. Hellbraun auf jeden Fall. Gut, dann schicken wir ihn jetzt mal auf die Weide und schicken die erwachsenen Tiere hier mit. Und dann würde ich sagen, brauchen wir hier auch gar nicht mit der Meerjungfrau weiter züchten, weil wir haben ja jetzt unser Gegenstück dazu. Und dann können wir sie hier auch weiter trainieren. Ja, eigentlich auch mit dir zusammen, dich können wir trainieren und du warst fertig, ne? Ja, genau. Und dann holen wir uns jetzt hier die Äpfel ab und werden weiter hüpfen nach Montana. Und in Montana müssten wir eigentlich die Zucht weiterführen mit dem exklusiven Araber. Da muss ich jetzt aktuell mal gucken. Ich glaube, das Pferd, was zu verkaufen ist, ist noch nicht fertig. So. Huch. Na? Du bist noch nicht fertig, ne? Aber ich sehe gerade, der Zuchtstall ist noch belegt. Du bist auf gar keinen Fall fertig und der Zuchtstall ist noch belegt. Wieder ein Hengstchen geworden. Leider. Und dann schicken wir dich jetzt einfach nochmal los. Wie viel würde das jetzt kosten an Diamanten? 29. Ja, wir geben sie jetzt einfach mal aus. Verkaufen, ja. Wo hatte ich denn die Stute gefunden? Das war, glaube ich, bei... Ich kann mir immer den Namen nicht merken, aber ich glaube bei ihr, Fran. Ich sage einfach mal Fran. Bei Fran, oder? Ja, bei Fran war das. Ich ja, könnte auch nach einem Stufe 2er Stütchen gucken, aber bei ihr weiß ich halt jetzt, dass sie da ist, dass sie mit ihr züchten kann. Und ja, deswegen nehme ich jetzt einfach mal sie. Die Pura und der Blaze. 100.000 wieder. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier was verbessern möchte. Das hier wäre ein Stütchen. Das hier wäre schon wieder ein Hengstchen und das hier wäre ja Wurst, aber es wäre ein Stütchen. Ich werde es jetzt einfach mal so lassen, weil ich glaube nicht, dass mir hier so viel bringt und das andere, ja, könnte sein, könnte aber auch nicht sein und deswegen lassen wir das jetzt mal und gucken einfach, ob vielleicht die 31% bei rauskommen. Also bitte nicht blau, wenn es geht, oder es wird blau. Nein, es wird doch, oh, es werden die 8%. Oh, das ist ja nicht möglich. Oh mein Gott, wir haben jetzt echt... Ich glaube es ja fast nicht. Wir haben die 8% gekriegt. Oh, guckt euch das an. 2 Tage und 2 Stunden müssen wir jetzt warten. Oh mein Gott.
Oh, das freut mich jetzt echt total. Oh, danke schön. Oh, bei Franziska hat's geklappt. Toll. Oh, schön. Lipizzaner müssen wir auch noch züchten. Oh mein Gott, es hat geklappt. Echt? Ich fasse es nicht. Schön. Gut, dann haben wir jetzt aber auch noch die Post zu machen. Und zwar wurde das Dorf besucht. Ich freue mich da, so viele Namen zu lesen und nicht nur unbekannt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und da war ich Stallbursche. Und hier habe ich natürlich eine Tagesbelohnung mal wieder nicht angenommen. Dann habt ihr gezüchtet und ich hoffe natürlich, dass es das geworden ist, was ihr wolltet. Und dann war da die Werbung. Dann habe ich die Larolotza. Ja, den können wir auch mal kurz besuchen gehen. Den habe ich wahrscheinlich angefragt. Und oh, da haben wir ja die Isabella. Ein Hengstchen. Okay. Schön, schön, ein Hengstchen. Oh, ich müsste auch mal die Rennen noch weitermachen für die Deko hier, ne? Oder ich muss mir Deko kaufen, dass ich die Deko noch bekomme, weil manche habe ich noch nicht gekriegt und ein paar finde ich schon eigentlich recht schön von den Deko-Sachen. Und da gucken wir hier noch mal kurz. Das hier ist ein Schwarzwälder, ein Steinbock 3, Schütze 2, bist du ein Brumby? Ja, Brumby. Oh, Layana, Westfale, die Hermine. Und hier haben wir Eiko. Ah, Eiko, strahlend hell, genau. Nee, leuchtend hell, ne? Sehr, sehr schön. So, dann wurden die Pferde gestreichelt von vielen Leuten und nur einem Unbekannten. Und die Alicia Jaworska ist auch ein Freund. Dann gehen wir da auch noch mal kurz hin. Gucken da mal nach. Ein Württemberger, oder? Nee, Westfale. Ich verwechsel die beiden immer. Hier sind Oldenburger. Hier sind die bayerischen Warmblüter. Die werden anscheinend gerade gezüchtet, weil hier noch ein Fohlen steht. Und hier hat sie zwei Pferde stehen. Ja, Level 27, da hat man noch nicht so viel. Auch ich kann mich daran erinnern. Es ist zwar schon eine Weile her, aber es war damals sehr, sehr hart, hier irgendwie was aufzubauen. Und trotzdem schafft man es. Mit Wille und viel Kraft schafft man das schon. So. Jawohl, sehr schön. Hier haben wir noch mal eins und hier, das hier ist doch ein Haflinger, genau. Und hier haben wir ein niederländisches Warmblut und einen KPWN, ein KPWN-Stütchen, um genau zu sein. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Das kann man auch erst dann levelabhängig freischalten. Das dauert halt dann noch ein bisschen. Schön, schön. Und hier haben wir Mexiko, da wurde ich überholt, aber das ist nicht weiter tragisch. Passiert ja öfter mal, ich renne ja nicht so oft die Rennen mehr. Dann wurde mir geholfen von Guli und Twilight. Guli ist, glaube ich, Anna Rose. Kann das sein? Ich glaube. Gut, und dann würde ich aber sagen, war es das jetzt dann auch für heute. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei dem Update. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei der Zucht vom American Saddlebred, natürlich auch bei der Jagd auf die Puzzleteile vom Rotkäppchenpferd. Und ich bin mal gespannt, wann wir das Beastpferd züchten können. Dann würde ich sagen, schwitzt nicht so dolle, bei uns ist wieder elendig heiß heute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bis dann, tschüss! Hier ist noch ein kleiner Nachtrag, und zwar kann man bei den besonderen Aufgaben jetzt ein neues Pferd bekommen. Das exklusive Shetland-Pony ist jetzt wieder verfügbar. Und ja, das ist eigentlich was, wo ich jetzt eben gerade hinterher noch festgestellt habe. Also, es ist hier eine Neuerung gekommen. Das exklusive Shetland-Pony ist hier für die Punkte zu haben, wer es haben möchte und die Aufgaben nicht hat, die besonderen Aufgaben. Mir wurde gesagt, es kommt darauf an, mit wie vielen Jahren man sich quasi hier angemeldet hat, dass man das erste ab einem gewissen Alter bekommt. Und ansonsten höchstens mal dem Support schreiben. Also, das ist das Einzigste, was man so machen könnte. Ja, das war jetzt eigentlich nur ein kleiner Nachtrag.